Weiß ich eigentlich, was ich hier tue? Die Zahl der Radfahrer, die in Berlin 2016 bei Unfällen starben, ist im Vergleich zum Vorjahr um 70% gestiegen. Und das beunruhigt mich. Trotzdem gehe ich das Risiko ein, zum Interviewtermin mit dem Rad zu fahren. Ich trage keinen Helm. Das ist fahrlässig, denn ohne Helm steigt das Risiko für eine Gehirnerschütterung deutlich. Wie kann ich meine Risiken besser einschätzen? Das will ich von dem Mann erfahren, der unseren Umgang mit Risiken erforscht wie kaum ein anderer. An Gerd Gigerenzer wendet sich zum Beispiel die Europäische Zentralbank, wenn sie das Risiko einer neuen Finanzmarktregelung einschätzen will. Wozu brauche ich eigentlich Risikokompetenz? Nun, wenn Sie sich um Ihr Geld, um Ihre Gesundheit nicht kümmern wollen, dann können Sie ruhig risikoinkompetent bleiben. Wenn Sie aber die Fernsteuerung für Ihre Ängste und Emotionen wieder selber in den Griff bekommen möchten, dann besser informiert und entspannt und kompetent entscheiden. Ein Nullrisiko gibt es nicht. Das ist, glaube ich, die erste Lektion von Risikokompetenz. Wir Deutschen streben aber immer noch gerne nach Nullrisiken. Wir möchten kein Risiko von Krebs haben. Wir möchten kein Risiko von irgendeinem Unfall haben und so weiter. Das ist vollkommen falsch. Sondern wir werden immer Risiken haben. Die Zukunft ist ungewiss. Wir sind hier im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, aber eingebettet gibt es auch das Harding-Zentrum für Risikokompetenz. Ja. Wer ist denn Herr Harding? Nun, das Harding-Zentrum für Risikokompetenz wird aus London finanziert, sozusagen Entwicklungshilfe für Berlin. Warum Entwicklungshilfe? Haben wir hier Nachholbedarf in Deutschland? Ja, sicher. Und David Harding ist ein Investmentbanker. Wozu brauche ich denn Risikokompetenz im Investmentbanking? Nun, also David Harding, als wir die Eröffnung des Harding-Centers hier hatten, hat gesagt, ich habe einen Teil meines Geldes dadurch verdient, dass die meisten Menschen nicht finanziell risikokompetent sind. Jetzt möchte ich was zurückgeben. Und für ihn war klar, dass im Investmentbereich viele Experten die Zahlen nicht verstehen. Was für ihn überraschend war, dass unsere Untersuchungen zeigen, dass es Ähnliches gilt für die meisten Ärzte, die ihre Tests nicht verstehen. Aber solange der Patient keine Fragen stellt, dass man den Ärzten zu einer Zeit, wo man die Fakten im Internet sich holen kann, Denken beibringen muss, das ist eine Neuigkeit. Muss man denn auch den Wirtschaftsführern in Deutschland das Denken beibringen? Richtig. Muss man auch? Ja. Geben Sie mal ein Beispiel, bitte. Also, wir haben in den USA eine Studie gemacht, also einer meiner früheren Postdocs, wo sie nun beruflich professionellen Brokers und anderen Leuten, die mit Aktien, mit Anlagen professionell umgehen, eine einfache Frage gestellt haben. Was ist Volatilität? Wenn Sie meinen, dass die Mehrzahl dieser professionellen Analysten die Frage richtig beantworten könnten, nein. Die haben eine einfache Rechnung bekommen und die haben es alles verwechselt mit der durchschnittlichen Abweichung und dadurch die Volatilität unterschätzt. Ja, und was lerne ich jetzt daraus? Verlass dich nie auf andere. Denke selbst. Außerdem, ohne Risiko geht es nicht. Schon gar nicht, weil dir Fachleute irgendwelche Zahlen präsentieren, die sie sehr häufig selbst nicht verstehen.